Herzlich willkommen bei Yellow Fortress. Ich bin hier mit meinem Amorphous Deck Profile. Ja, fangen wir direkt mal an. Ich spiele dreimal Unzug, Zauberkarten annullieren, einfach zu gut. Dann dreimal Völlerei, das machen manche nicht und ich überlege auch, die zu cutten auf 2 oder 1, aber zurzeit noch auf 3, weil ich sonst zu wenig Monster habe und wir wollen eigentlich mit vielen Monstern doch spielen. Dann 3 Zorn, er ist 4er, deswegen spielen wir ihn dreimal und weil so viel Monarchen rumläuft, er ist halt gegen die Trunkenbeschwörung. Dann 3 Stolz. In der Scale macht der verändert der Effekt Schaden. Allerdings spielen wir ihn, weil er ein 4er ist und wir ihn dadurch pendeln können, da wir nur 5er und 3er Scales haben. Dann 2-mal Knight, wieder weil er 4er ist und gut Verteidigung hat. 2-mal Habsucht, wieder 4er und eventuell auch gegen Trap Heavy Decks. Und zu guter Letzt von den Amorphous Monstern noch 2-mal Faulheit und 2-mal Goliath. Sie sind die Großen, die auch Beschwörung vom Extra Deck verhindern, wenn die bloß da sind. Also die müssen nicht gependelt werden oder aufgedeckt, was natürlich Sinn macht. Und dann noch ein Lüster, einfach damit wir mehr Monster raussuchen können. Ja, und er ist auch ein 5er Scale, das heißt, mit ihm können wir auch gut pendeln. Das waren die Monster, Zauberkarten, 3-mal Infektion, ziemlich gute Karte, sucht uns neue, wenn welche vom Feld weggehen, egal wie, also durch Kampf, Karteneffekt oder Attribut angeboten. 2-mal Morphe Person, die zieht uns richtig gut Karten und boostet die Attacke. 2 Sündenbock, gut das als Futter für die Scales, wenn wir sie unbedingt behalten wollen. 2 mystische Raumtaifun, weil wir uns eigentlich das Minus mit den Twin Twister nicht leisten können. 1 Landform für Amorphe Person. Upstart für Consistency, weil das Deck ja so schon sehr inkonstant ist. 1 Dark Hole für Monsterzerstörung, Arigiki. Monster zerstören. So, die Zauber. Fallen. Lysis 2-mal. Panel Wiedergeburt 2-mal, um eventuell unsere Großen vom Extra-Deck zu bekommen. Wenn wir sie in die Scales gesetzt haben. Bottomless Warning. Jetzt Extra-Deck. Da spiele ich eigentlich nur x-beliebige 4er, damit wir 15 Karten haben. 2 Cowboy für Game. Dueller 2-mal. Gegen BA und sowas. Sir Castell, Ark, einfach um Sachen zu saugen, wenn die nicht auf den Friedhof gehen dürfen zum Beispiel. Finster Rebellions-Xyz-Drache, einfach um über Sachen drüber zu rennen. Gar Samurai, mit ihm kann man eventuell OTK'en, allerdings würde ich ihn dann eventuell auch eher raustun für einen anderen Führer. Emoel, Rhapsody, Scarafaggio, Brano, Ciaccio, was weiß ich, irgendeine Schabe, Diamond Direwolf, Giant Tail, schwarzes Maischiff, einfach damit wir 15 Karten im Extra haben. Generell finde ich die wichtigste einfach Gallagher Cowboy, damit wir für Game hier schön die 800 reindrücken können. Ja, das war's mit meinem Deckprofil. Zeitdeck könnt ihr euch ja denken. Und schaut auch noch bei den anderen Deckprofiles vorbei auf diesem Kanal. Und viel Spaß weiterhin noch.